space, below the surface of planet Zebes, Samus Aran faced the space pirates. She destroyed their operation, wiped out the parasites called Metroids, and defeated Mother Brain. But the pirates were far from finished. Metroid Prime feierte seine Erstveröffentlichung im Jahr 2002. In diesem Spiel schlüpfen wir in die Haut von Samus Aran, einer intergalaktischen Kopfgeldjägerin. Klingt ziemlich badass, oder? Ist es auch. Je nach Szenario findet sich unsere Heldin auf verschiedenen Planeten und Raumschiffen wieder und muss mit den ihr zur Verfügung stehenden Tools Rätsel lösen oder Aliens in die Luft jagen. Und das alles im First-Person-Mode. Was zunächst nach ödem Science-Fiction-Einheitsbrei klingt, ist in Wahrheit eine fesselnde und immersive Erfahrung, die zwar in einigen Punkten dem Klischee entspricht, aber ihn in vielen anderen drastisch widerspricht. So sind Medipacks, Munition im weitesten Sinne und lineares Leveldesign hier absolute Fremdwörter. Dem Spieler wird eine teils friedliche, teils befremdliche Isolation aufgezwungen, die einen mit seinen Gedanken oft alleine lässt. Und vertraut mir, das ist eine ausschließlich gute Sache. Herzlich willkommen zu einem Nintendo-Franchise, welches meiner bescheidenen Ansicht nach bis heute viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Herzlich willkommen zu einem legendären Stück Software, das für die damaligen Verhältnisse sowohl in puncto Immersion als auch Gameplay das First-Person-Genre neu definiert hat. Herzlich willkommen zu The Most Perfect Save State – Metroid Prime Remastered. Ein unidentifiziertes Notsignal wurde zu einem havarierten Raumschiff zurückverfolgt, das sich im Orbit über Talon 4 befindet. The cosmos. In the vast universe, the history of humanity is but a flash of light from a lone star. The life of a single person should be lost in space and time. But among the stars, there is one light that burns brighter than all others. The light of Samus Aran. Her battles extend beyond her life and etch themselves into history. Here, another chapter of that history will be written. Und was für ein Kapitel das ist. Metroid Prime startet wie ein gigantischer Liebesbrief an das komplette Science-Fiction-Medium. Mit ihrem Raumschiff durchbricht Samus Aran, die Hauptperson des Spiels, die Stille des kalten, unendlichen Universums. In der Landebucht der gestrandeten Fregatte verraten einem nur die vorbeischnellenden Asteroiden, dass die Zeit gerade nicht stillsteht. Leblos und starr verharren Tonnen von Stahl schwerelos im All. Was ist hier passiert und wem gehört dieses Gebilde? Was für ein Start in ein Spiel wie dieses. Die Stille, welche nur sehr dezent vom Surren der Maschinerie um uns herum untermalt wird, hat mir damals wie heute dieses Gefühl der sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm gegeben. Die endlose Weite des Alls gibt mir ein merkwürdiges Gefühl von Sicherheit. Der mächtige Planet, so gewaltig, dass ich mich schon um 180 Grad drehen muss, um ihn aus dem Blick zu verlieren, liefert mir eine Größenskala, die mich trotz meines Waffenarsenals und den Erfahrungen, die ich bereits in der Haut von Samus Aran erleben durfte, fühlen lässt, als sei ich absolut unbedeutend und klein. Doch auch wenn mir der Frieden hier draußen gefällt, muss ich mich meiner Aufgabe widmen und herausfinden, was das Notsignal ausgelöst hat. Wir begeben uns in die Fregatte. Der lange Verbindungstrakt ins Innere des Kolosses mündet in einem Raum, in welchem ein Druckabfall dafür sorgt, dass einzelne Metallteile und tote Parasiten nicht von der Gravitation beeinflusst werden. Hier ist was kaputt.
und was genau kaputt ist, offenbart sich uns schon bald darauf. Durch einen in helles Blau getauchten Gang schreitet unsere Heldin voran, immer in Gesellschaft einer fauchenden Geräuschkulisse, ausgelöst durch aufgescheuchtes Krabbelgetier. Dann erhalten wir einen Ersteindruck der Dinge, die sich hier abgespielt haben müssen. Begleitet von einer ominösen Hintergrundmusik, welche die Fragen, die man sich stellt, noch intensivieren soll, fällt einem ein Lichtschimmer ins Gesicht, der sich als Feuer entpuppt. Die Flammen färben den kompletten Raum in ein warmes Orange und stehen in direktem Kontrast zu den zuvor sterilen Blautönen des Verbindungstraktes. Doch nachdem sich die Augen an die neuen Lichtverhältnisse gewöhnt haben, gibt sich die wahre Hauptattraktion der Szenerie zu erkennen. Mitten im Raum finden wir den Kadaver eines Monsters wieder, mit Reißzähnen so groß wie Arme. Um die Bestie herum ein Bild der Zerstörung. Meterlange Kabelstränge winden sich um die Gliedmaßen des Monsters und trugen womöglich dazu bei, noch Schlimmeres zu verhindern. Klaffende Löcher in Wänden und Böden lassen nur mutmaßen, welche Kräfte hier gewaltet haben müssen. Um das Biest herum und durch den Schattenwurf fast unsichtbar, leblose Körper. Bei genauerer Betrachtung wird klar, dass es sich um Weltraumpiraten handelt, einer kriminellen Organisation, die der Galaktischen Föderation seit jeher Sorgen bereitet. Auch Samus hatte bereits Berührungspunkte mit dieser Spezies. Es stellt sich nur die Frage, ob die xenomorphen Lebensformen hier die Angreifer oder Verteidiger waren. Der Twist in der Atmosphäre des Spiels ist hier für mich immer besonders spürbar gewesen und nur die Tatsache, dass ich weiß, dass es sich hierbei um ein Nintendo-Spiel handelt, lässt mich die Gewissheit beibehalten, hier nicht in einem Science-Fiction-Horrorfilm gelandet zu sein. Das Environmental Storytelling, also das Erzählen der Geschichte durch die Umgebung, wurde hier bravourös umgesetzt. Von der Platzierung des Monsters in der Mitte des Raumes bis hin zu den gerichteten Weltraumpiraten. Jeder, egal ob dieser jemand jemals von Metroid gehört hat oder nicht, kann am bloßen Anblick des Raumes erkennen, was genau hier vorgefallen ist. Und das vermutlich sehr detailreich. Zu stark sind die Eindrücke, die von diesem ruhenden, aber doch unruhigen, begehbaren Diorama ausgehen. Scans der Umgebung unterrichten uns über schwache Strahlenwerte, welche die Kreatur ausstößt. Ominösen Behältern, die ein biologisches Risikomaterial namens Phazon enthält, die Piraten und ihren grauenhaften Todesursachen und die Glücklichen, die über Rettungskapseln dieser Misere entkommen konnten. Doch es gibt einen weiteren Überlebenden, wenngleich das Schicksal dieses Weltraumpiraten längst besiegelt ist. Mit zitterndem Arm und seinen letzten Kräften richtet sich das Geschöpf auf, bereit dazu, bis zum letzten Atemzug zu kämpfen. Mit grünem Blut übersät eröffnet es das Feuer. Doch in dem Zustand muss Samus ihm schon den Gefallen tun, sich treffen zu lassen. Sie erlöst ihn von seinen Qualen und wendet sich dem Computer hinter ihm zu. Die sich darauf befindlichen Informationen sprechen von Talon 4 als Zielkoordinate. Genauer gesagt dem zentralen Forschungskommando auf diesem Planeten. Also scheinen die Weltraumpiraten auch dort zu operieren. Schutt versperrt den Durchgang zum nächsten Areal. Die Nutzung des Charge Beams, einem aufgeladenen Schuss, ist nötig, um vorzuschreiten. Immer mit dabei, die Parasiten, welche sich aufgrund mangelnden Managements durch die Betreiber der Fregatte wohl mittlerweile schlagartig vermehrt haben und nunmehr in jeder Ecke anzutreffen sind. So haben sie hier sogar ihren Nutzen. Durch ihr Auftreten in Schwärmen und den lauten Tönen, die sie von sich geben, fällt unsere Aufmerksamkeit auf einen offenen Lüftungsschacht, durch den sich Samus per Morphball bewegen kann. Diese Technologie, die so faszinierend wie beängstigend wirkt, verwandelt unsere Heldin in eine kleine Kugel, was ihr wiederum Zutritt zu sonst verborgenen Orten gewährt. Am Ende des Schachtes erblickt sie ein Holodeck. Hier können die Kartendaten der Umgebung heruntergeladen werden und erleichtern so die Orientierung. Über weitere Terminals erfahren wir von einem Einschlagkrater auf Talon 4 und auch der Obrigkeit der Fregatte scheint der parasitäre Befall der Lüftungsschächte bereits aufgefallen zu sein. Überdies wird von zwei ausgebrochenen Mutterparasiten berichtet. Und über diese Computerbildschirme manifestiert sich eine der absolut größten Stärken des Metroid-Franchises. Die Geschichte des Spiels wird nämlich nahezu immer aus einem zeitlichen Blickwinkel präsentiert, in welchem wir, in Anführungsstrichen, zu spät kommen. Die Erdenker von Metroid Prime machen sich hier die Vorstellungskraft des Spielers zunutze, indem sie nur ganz gelegentlich ein paar Brotkrumen in Form von Nachrichteneinträgen zurücklassen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Den Rest des Worldbuildings übernimmt dann das Gehirn des Spielenden. Wir als buchstäblich Außenstehende befinden uns also nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich in einer Beobachtersituation. Dieser Effekt beschränkt sich aber nicht nur auf die Vergangenheit. Denn was hier vor kurzem geschehen ist, muss nicht zwangsläufig auch schon vorüber sein. So kann man die Nachricht der ausgebrochenen Mutterparasiten nicht nur als veraltete Warnung an andere Weltraumpiraten verstehen, sondern auch als Drohung an den Spieler. Denn eine scannbare Mitteilung, ob und wie die zwei ausgebüxten Kreaturen wieder eingefangen oder getötet wurden, bleibt man uns natürlich, und das mit voller Absicht, schuldig.
Ein Fahrstuhl befördert die Kopfvertigerin ein paar Meter nach unten auf eine neue Ebene. Jeder zweite Raum weist nunmehr eine Schneise der Zerstörung auf. Hier und da lodert ein Feuerchen vor sich hin und Schutt versperrt einem immer wieder den Weg. Samus scheint sich dem Kern der Forschungsstation mit jedem Schritt weiter zu nähern. Bei Betreten einer großen Halle fällt der Blick ganz natürlich auf gewaltige Tanks, von welchem nur einer ein gefühlt noch gewaltigeres Monster beinhaltet. Doch Moment, dieses Wesen haben wir doch schon mal gesehen. Es handelt sich um dasselbe Exemplar, welches wir auch schon im Eingangsbereich der Fregatte angetroffen haben. Dieses scheint jedoch noch zumindest über Vitalfunktionen zu verfügen. Ein Weltraumpirat patrouilliert humpelnd durch die Gegend. Laut Scan verfügt er über innere Verletzungen. Ein paar Meter hinter ihm finden wir einen weiteren vor. Diesem scheint es jedoch noch viel schlechter zu gehen. Nachdem sich die beiden Aliens durch unser Zutun in den ewigen Vorruhestand begeben haben, schweift unser Blick an den Wänden entlang. Die dort angebrachten Infotafeln geben aufschlussreiche Informationen preis. So wurden an den Kreaturen im Tank offensichtlich Experimente mit der Phason-Substanz durchgeführt. Diese ruft eine Mutation hervor, die für einen härteren Panzer und verstärkten Flüssigkeitssäckchen im Maulbereich sorgt. Sie sind mit ätzender Säure gefüllt. Würde es ein weiterer Eintrag nicht verraten, könnte man sich auch so schon im Kopf zusammenreimen, dass diese Experimente militärischen Ursprungs sind. Auch der Status der Experimente können wir anhand der Wandhologramme ablesen. Unterteilt in A, B und C ist jedoch nur die Beschaffenheit von Versuchsobjekt A bekannt. Es befindet sich im Tiefschlaf und scheint als einziges die Dosis Phason, welches verabreicht wurde, vertragen zu können. Was sind das für Wesen? Warum können wir die Vitalwerte von Objekte B und C nicht abrufen? Doch nicht nur die Antworten auf diese Frage bleibt man uns, zumindest auf Textebene, schuldig. Auch warum den Weltraumpiraten in dieser Halle körperlich so schlimm zugesetzt wurde, wird nicht geklärt. Zumindest, bis man einen Blick über das Geländer wagt und sich ein buchstäbliches Bild vom Großen und Ganzen macht. Doch was können wir dort schon erblicken, was alle Nachrichten und Infos miteinander verbindet? Was hat der Befall der Lüftungssysteme mit Parasiten, die schwachen Strahlenwerte, die von der Kreatur am Anfang ausgingen, die verletzten Weltraumpiraten, die einzig abrufbare Statusbildung von Versuchsobjekt A, die Infos über die Mutation und dass zwei Mutterparasiten ausgebrochen sind, mit einem Blick über ein Geländer zu tun? Nun, als wir herunterschauen, sehen wir, dass sich dort drei riesige Tanks befinden. Einer beinhaltet Forschungsobjekt A, dem offensichtlich einzig erfolgreichen, und die anderen zwei sind zerstört. Was für eine unfassbar großartige Art, dem Spieler über Hinweise der Umgebung zu vermitteln, was hier vorgefallen ist. Die Weltraumpiraten haben den auf Talon 4 beheimateten Parasiten mit auf die Forschungsstation gebracht und über Experimente mit Phason eine Zwangsmutation ausgelöst. Doch wie so oft bei wissenschaftlich unvorsichtiger Vorgehensweise, haben sie die Kontrolle über das, was sie versucht haben zu erschaffen, verloren und kämpfen nun ums Überleben. Und die Details, mit denen diese Nebenhandlung erzählt wird, glänzen in dem Remaster nochmal besonders hell. Aufgrund der Auflösung sind nämlich nun auch Wandhologramme deutlich erkennbarer und vervollständigen in einer Abbildung, die den Parasiten zusammen mit der Mutation präsentieren, das Puzzle. Ich möchte an der Stelle betonen, dass all diese Dinge in keinster Weise für den Spielfortschritt notwendig sind. Das Interesse und die Beobachtungsgabe eines jeden Spielers allein bestimmt die Intensität, mit der die Geschichte Metroid Primes erlebt werden kann. Dies alles war also nur ein Vorgeschmack auf die Dinge, die einen erwarten können. Und was denkt ihr, wie viel Gameplay ich euch bisher gezeigt habe? 20 Minuten? 15 Minuten? Vielleicht, wenn man sich beeilt, 10 Minuten? Wenn man halbwegs normal spielt und nicht auf jede Kleinigkeit achtet, aber auch nicht komplett ignorant an einem vorbeiläuft, habt ihr hier gerade 3 bis 4 Minuten von Metroid Prime Remastered gesehen. Wenn ich nicht will, dass diese Review-Serie 20 Episoden hat, sollte ich mich vielleicht etwas kürzer halten, oder? Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Wir schreiten voran und treffen nach einer kleinen Auseinandersetzung mit einer Abwehranlage auf einen weiteren Forschungstrakt. Das zunächst blendende Blau der zahlreichen Monitore verblasst, denn vor Samus befindet sich ein weiterer, sogar noch größerer Tank, welcher einen Mutterparasiten beherbergt. Bevor wir aber hier weitere Hintergründe zu den abartigen Experimenten der Piraten lesen, entschlüsseln wir einen Bericht, der ausgerechnet über Sebes verfasst wurde, dem Planeten, auf dem unsere Heldin ihr erstes Aufeinandertreffen mit den Weltraumpiraten hatte und Ziel ihres ersten Auftrages. In dem Bericht heißt es, Sebes ist gefallen. Es ist davon auszugehen, dass das gesamte Bodenpersonal tot ist. Entweder ist es dem metallenen Jäger zum Opfer gefallen, oder der anschließenden Zerstörung der unterirdischen Anlagen. Zur Stunde Null befanden sich unsere Forschungsfregatten Orpheon, Syriacus und Vollpragom im Orbit und konnten sich rechtzeitig zurückziehen. Derzeit ist die Fregatte Orpheon
am Außenposten Vortex angedockt. Die Überlebensrate ihrer Fracht liegt bei 100%. Alle Metroids sind bester Gesundheit, allerdings mussten die Nahrungsrationen aufgrund der unsicheren Versorgungslage gekürzt werden. Sie sind bereit, die Forschungen an den Metroids sowie anderen vielversprechenden Lebensformen aufzunehmen. Es gilt weiterhin Sicherheitsstufe Blau. Nach wie vor gibt es keine Spur vom Jäger. Alleine dieser Bericht sollte in jedem Fan mehr Glückshormone ausgeschüttet haben als 5 Tafeln Milka Kuhfleckenschokolade. Über das gesamte Spiel werden wir diese Art von Logbucheinträgen finden. Und auch wenn ich sehr versucht bin, sie euch alle vorzulesen, wird es dazu vermutlich nicht kommen. Es ist einfach in Summe zu viel und bereits dieses Kapitel ist länger, als es für den Abschnitt von Metroid Prime sein sollte. Wenn ich jedoch etwas Erwähnenswertes finde, werde ich das natürlich in das Video mit einbinden. Doch kommen wir nochmal zurück zum Bericht. Dass wir diese Information über einen Text erhalten, der eigentlich nie für die Augen von Samus Aran bestimmt waren, ist ein weiterer Geniestreich der Entwickler. So haben sie nämlich die Möglichkeit gefunden, in sehr kurzer Zeit das Universum von Metroid Prime mit dem des regulären 2D-Metroid zu verbinden. Zebes ist gefallen bezieht sich auf das Ende des ersten Teils der Serie, in der wir mit Ridley und Mother Brain die Köpfe der Weltraumpiraten ausgeschaltet haben. Diese versuchten nämlich mit einer Metroid-Armee eine unbesiegbare Biowaffe zu erschaffen. Wenn ihr als Neulinge nicht wisst, was ein Metroid ist, werde ich euch das an dieser Stelle nicht spoilern und diese Review so präsentieren, als hätte ich selbst noch nie einen Teil dieser Reihe gespielt. Wie die Geschichte auf Zebes aber ausgeht, erläutert der Bericht mit der Erwähnung des metallenen Jägers und der anschließenden Zerstörung auf eine wirklich authentische Weise. Es ergibt einfach Sinn, dass die Weltraumpiraten dieser Fregatte nach einem so einschneidenden Erlebnis einen Erfahrungsbericht verfassen und zwecks Archivierung auf ihren Rechnern gespeichert haben. Mit dem metallenen Jäger ist natürlich Samus Aran gemeint. Jetzt könnte man sich höchstens noch die Frage stellen, warum sich der Bericht hier auf der Fregatte irgendwo im Weltall befindet. Soweit ich weiß, ist Space Internet im Metroid-Universum kein Ding. Doch auch dafür hat das Spiel eine Lösung parat, dessen Entdeckung allerdings von den Einstellungen des Spiels abhängt. Kein Scherz. Oh boy, auch dafür werde ich wieder weit ausholen müssen, hm? Die ursprüngliche Version von Metroid Prime haben sich von Region zu Region tatsächlich in Kleinigkeiten unterschieden. Relevant ist für uns hier die Sprachausgabe, um genau zu sein, die Sprachausgabe, die beim Laden des Spielstandes abgespielt wird. So erscheint jedes Mal, wenn ein Spielstand geladen wird, ein Schriftzug, der dem Spieler mitteilt, wo in der Welt er sich gerade befindet. Dieser Schriftzug wird in der japanischen Version von einer Stimme begleitet, die diesen vorliest. Im amerikanischen Metroid Prime fehlt diese Stimme komplett. In der europäischen liest die Stimme nur einen ganz bestimmten Schriftzug vor, nämlich den Namen des letzten Areals und den, den man betritt, wenn man besagtes Areal wieder verlässt. Die Remastered-Version hat in ihren Einstellungen aber eine Option versteckt, die die japanische Regelung nun für uns freischaltet. Speichert man auf der Fregatte und lädt seinen Spielstand neu, hört man Folgendes. Frigate Orpheon. Wer jetzt aufmerksam zugehört hat, begreift, dass wir uns auf einer der Fregatten befinden, die sich im Orbit von Zebes befunden hat. Zur Stunde 0 befanden sich unsere Forschungsfregatten Orpheon, Syriacus und Vollpragom im Orbit und konnten sich rechtzeitig zurückziehen. Wir sind also auf einem Schiff, das Zeitzeuge der damaligen Ereignisse geworden ist. Deutschen Spielern wurde dieser Fakt damals komplett vorenthalten, denn dort verrät selbst der Schriftzug beim Laden nicht, auf welcher Fregatte man sich befindet. Sie sagt lediglich stumpf, Fregatte der Weltraumpiraten. Doch was bedeutet diese Information obendrein für die Geschichte Metroid Primes? Wie gesagt, die Ereignisse des Vorgängers werden nicht nur sehr organisch mit diesem Titel verbunden, es gibt uns auch über diesen Bericht zu verstehen, dass sich genau auf diesem Schiff ebenfalls Metroids des Planeten Zebes bewegen. Ich zitiere: Derzeit ist die Fregatte Orpheon am Außenposten Vortex angedockt. Die Überlebensrate ihrer Fracht liegt bei 100%. Alle Metroids sind bester Gesundheit. Wir sind bereit, die Forschungen an den Metroids sowie anderen vielversprechenden Lebensformen aufzunehmen. Ich sagte ja, dass alleine diese Textbox ein verdammter Geniestreich der Entwickler gewesen ist. Aber genug davon. Kehren wir zurück in die Gegenwart. Leblos und durch Mutationen entstellt, treibt der Körper der Bestie in dem mit Phasern verseuchten Tank. Die Monitore dokumentieren dieses Mal jedoch die kranken Versuche der außerirdischen Forscher. Phason-Infusion Stufe 1. Diagnose der Parasitenlarve. Masse 1,2 AT. Länge 0,5 TC. Zellstruktur stabil. Stufe 2. Mutagen wird zugeführt. Phason-Kennzeichnung 0732.C. Stufe 3. Mutation ausgelöst. Zustand der Larve stabil. Stufe 4. Diagnose der Parasitenlarve. Masse 14,5 AT. Länge
0,5 TC. Zellstruktur kollabiert. Was bedeutet, dass sich die Masse des Parasiten bei gleichbleibender Länge um ein Zwölffaches erhöht hat? Zellstruktur des Objektes kollabiert. Phason mit Kennzeichnung 0732.C zur DNS unpassend. Infusion beendet. Und schlussendlich, Entsorgung des biologischen Forschungsabfalls erfolgt in 3 Stunden. Die stoische Sachlichkeit dieser Forschungsergebnisse stellen sehr gut dar, wie moralisch befreit die Weltraumpiraten mit dem Leben umgehen. Ihr höchstes Ziel scheint einzig und alleine zu sein, die perfekte Biowaffe zu entwickeln, um die Oberhand über die Galaktische Föderation zu erlangen. An den Laborwänden um den Tank der bemitleidenswerten Kreatur finden sich weitere Container mit einer Vielfalt an verschiedenen Spezies. So treibt ein Parasit, der im Gegensatz zu seinen Artgenossen deutlich größer erscheint, also vermutlich ebenfalls einem Forschungsprojekt zum Opfer fiel, zusammen mit weiteren auf Talon 4 heimischen Wesen endlos in einer Flüssigkeit. Die Ausnahme bildet ein Einzelbehälter, in welchem sich ein Monster befindet, welches noch bei Bewusstsein sein muss. Tosend springt es in den Behälter, durch welchen wir nicht durchblicken können, hin und her und kämpft um seine Freiheit. Der Scan offenbart, dass es sich hierbei um einen vertrauten Gegnertypen vom Planeten Sebes handelt, dem Randhüpfer. Die Weltraumpiraten scheinen aber keine gute Erfahrung mit der Erforschung an diesem Getier gehabt zu haben. Weist doch eine tiefrote Schrift darauf hin, dass es sich um eine instabile, xenotrope Lebensform handelt, von der Gefahr ausginge. Weitere Einträge in den Computern legen nahe, dass verschiedene Phason-Varianten für verschiedene Mutationen sorgen kann. Das Phason mit der Kennzeichnung 0732.C sorgt für einen enormen Zuwachs an Masse, wohingegen die Kennzeichnung 0003.H zumindest bei den Parasiten die Säureproduktion anregt. Über einen kleinen Lift erlangt Samus Zugang zu der oberen Ebene des Raumes. Abseits von angeschlagenen Weltraumpiraten finden sich dort weitere Behältnisse vor, die ihrerseits gefüllt sind mit Lebensformen von Talon 4. Man könnte beinahe den Eindruck gewinnen, dass hier neben des Forschungslabors auch ein Zoo aufgebaut werden sollte. Unglücklicherweise scheinen alle Exemplare bereits verendet zu sein. Ein weiterer Fahrstuhl befördert Samus weiter in den Bauch des gigantischen Raumschiffes. Ein paar Piraten stellen sich der metallenen Jägerin in den Weg, doch der Kampf ist vergebens. Das gigantische Stahltor, von dem sie sich wiederfindet, verrät, dass sich dahinter etwas mindestens gleich Großes, aber auf jeden Fall etwas sehr Schützenswertes befinden muss. Die Musik verstummt und eine Mischung aus dichtem Wasserdampf und Staub verwischen die Konturen des Raumes. Die Leichen, die den Boden bedecken, sprechen eine deutliche Sprache. Wer hinter diese Tür tritt, muss Schlimmes befürchten. Mit Hilfe des Morphballs öffnet Samus die Sicherheitstür. Das Licht eines orangen Energiefeldes tritt ihr entgegen. Dies ist mit Abstand der bisher größte Raum, den diese Fregatte zu bieten hat. Eine Plattform bringt die Jägerin näher an das Geschehen als... Das, worauf das Spiel in den ersten Minuten durch erstklassiges Worldbuilding hingearbeitet hat, tritt nun ein. Ein gigantischer Mutterparasit krabbelt herab und zwingt uns zu einem Kampf auf Leben und Tod. Nach einem Scan, der das Vorhandensein eines starken Mutagens offenlegt, muss selbst Samus zugeben, dass die Piraten allem Anschein nach beachtliche Ergebnisse mit ihren Forschungen erzielt haben. Das säuresabbernde Monster greift uns unablässig mit einem ätzenden Strahl an, dem wir entweder mit dem Morphball oder einem gut getimten Sprung zur Seite ausweichen können. Befinden wir uns im richtigen Winkel zum Energiefeld und dem Maul der Kreatur, können abgefeuerte Raketen und Chargebeams erheblichen Schaden anrichten. So gelingt uns das, was dutzenden Weltraumpiraten zuvor nicht gelang. Samus erlegt die Bestie, welche in den letzten Sekunden ihres Seins sehr unglücklich auf dem Reaktorkern einrastet. Der Kern wird instabil und droht zu explodieren. Wir haben 7 Minuten, um die Fregatte zu verlassen. Samus bahnt sich ihren Weg durch enge Korridore, in welchen Warnmeldungen an allen Seiten aufleuchten. Als sie den Raum betritt, welchen wir vorher nur von oben begutachten konnten, wird sie Zeuge eines erbitterten Kampfes um das Überleben. Panische Weltraumpiraten versuchen einen Mutterparasiten, dessen Tank aufgebrochen ist, zu töten. Doch das Biest wütet, unbeeindruckt der Schüsse, die auf es einprasseln. Eine Explosion erschüttert den Raum und macht kurzen Prozess mit allen Beteiligten, einschließlich des Mutterparasiten. Der Raum, der vorher so viel über die Weltraumpiraten und deren Forschung verraten hat, liegt in Schutt und Asche. Der einzige Weg, der eine Fluchtroute verspricht, führt uns über gigantische Wartungsschächte. Diese sind verseucht mit Parasiten. Die Schwärme sprechen eine deutliche Sprache in Bezug auf den Härtegrad des Schädlingsbefalls. Panisch suchen auch die Krabbeltiere die Sicherheit,
unwissend, dass sie diese nicht erlangen werden können. Nach einem gefühlt kilometerlangen Lauf erreichen wir ein Forschungslabor. Samus schaut sich um und lässt dabei auch den Blick nach oben schweifen. Was Samus dort oben erblickt, ist ein Feind, dem sie bereits gegenüberstand. Die mechanischen Augen leuchten auf und geben damit deutlich zu erkennen, dass der Bote des Todes aus seinem regenerierenden Schlaf erwacht ist. Ein furchterregendes Monster, angeschlossen an Kabel und Maschinen, welches offenbar durch die technologischen Errungenschaften der Piraten dem Tod ein Schnippchen schlagen konnte. Ridley stößt einen ohrenbetäubenden Schrei aus, der die Geräuschkulisse aus Alarm und Explosionen zerschneidet. Es reißt sich von seinen lebensgebenden Fesseln los und fliegt davon. Doch für großartiges Reflektieren bleibt keine Zeit. Die Uhr läuft gnadenlos weiter. Mit dem Grapple Beam, einem Utensil, das es der Jägerin ermöglicht, sich von Ankerpunkt zu Ankerpunkt schwingen zu lassen, überqueren wir einen Graben, welcher sich mit Wasser füllte. Auf der anderen Seite angekommen, erhaschen wir im Vorbeilaufen ein paar Informationen zu Ridley. Der Name, den diese Kreatur nun nach seiner Wiedergeburt trägt, ist Meta Ridley. Es ist ausgestattet mit Raketen und Plasmabatterien. Somit ist es den Forschern gelungen, ein ohnehin schon mächtiges Wesen noch gefährlicher und unberechenbarer zu machen. Während wir eine Schaltfläche zur Nutzung eines Fahrstuhls kennen, erfasst Samus eine Explosion. Der metallene Kampfpanzer verhindert größere gesundheitliche Schäden. Doch dies hat seinen Preis. So verliert Samus den Großteil ihrer Suit-Upgrades. Warrior-Suit, Morph-Ball, Raketenwerfer, Charge-Beam und Grapple-Beam sind verloren. Die stressvolle Odyssey findet ihren Höhepunkt, als wir endlich die schwarze Freiheit des Alls erblicken. Wir sind draußen. Hier wird jedoch das gesamte Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Explosionen erschüttern die Fregatte und schießen Schutt sowie Weltraumpiraten in die ewigen Weiten. Auch Ridley zeigt sich nochmal. Es scheint ein klares Ziel zu haben. Den Planeten, in dessen Orbit sich die Fregatte befindet, Talon 4. Samus entschließt sich zur Verfolgung, verliert jedoch ihr Ziel aus den Augen. Eine Aufklärung am Boden wird erforderlich. Die Landesequenz ist eingeleitet. Dieser Prolog fesselt mich bis heute. Er hat alles, was man sich von einem solchen Spiel wünscht. Die Steuerung wird über die verschiedenen Aufgaben hier sehr organisch vermittelt und wirkt nicht wie aufgezwungen. Zusätzlich dazu wirft die Möglichkeit zur Umgebungserforschung, durch welche man vieles über die Welt von Metroid lernen kann, einen heftigen Schatten auf das voraus, was uns auf Talon 4 noch erwarten wird. Die Musik, die Szenerie und die Ego-Perspektive sorgen für ein Immersionsgefühl, welches einzigartig für das Metroid-Universum ist. In jedem einzelnen Objekt steckt so unfassbar viel Liebe. Und wie so oft in einem Most Perfect Safe State, finde ich auch nach dem 30. Durchspielen immer wieder Neues. Das Erscheinen von Samus' Erzfeind gibt sowohl Neulingen und vielleicht sogar gerade Veteranen ein Ziel an die Hand, dessen Verfolgung und Aufklärung gar nicht früh genug stattfinden kann. Ihn im Stress einer Fluchtsequenz zu platzieren, richtet zudem den Fokus in einprägsamer Weise auf das Reptil. Die Entwickler haben mit den verschiedenen Stimmungen auf der Fregatte, zu Beginn ruhig und mit der Ermutigung zum Erforschen, im Mittelteil sehr kampforientiert und zum Schluss actionreich und stressig, innerhalb von wenigen Minuten die Kernessenz und Seele von Metroid Prime präsentiert, wie ich es kaum woanders gesehen habe. Und dabei haben wir nicht mal ein Hundertstel des Spiels gesehen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wie hat es euch gefallen? Habt ihr selbst schon Berührungspunkte mit dem Franchise gehabt und wenn ja, ist Metroid was für euch oder eher nicht? Schreibt mir dies alles und gerne auch mehr in die Kommentare. Ich lese und beantworte alles früher oder später. Wenn ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und glaubt, dass ich es verdient habe, würde ich mich über ein Like und Abo sehr freuen. Eine weitere Möglichkeit, mich zu unterstützen, ist über Ko-fi. Der Support dort sorgt dafür, dass ich nicht ganz so stark auf View-Zahlen und YouTube-Werbeeinnahmen schauen muss und einfach das tun kann, wofür mein Herz brennt. Die dieswöchigen Ko-fi-Supporter sind Hokiversum, Filmfritteuse und Gala. Vielen Dank. Wenn ihr mehr Metroid Prime sehen wollt, ich habe auf meinem VOD-Kanal die Aufzeichnungen meiner Streams hochgeladen. Alle Details dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr schaltet alle das nächste Mal wieder ein, wenn wir unsere ersten Schritte auf dem Planeten machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und in diesem Sinne, auf Wiedersehen.